Guten Tag, Kameraden. Heute ist Samstag, der 7. Januar 2023. Ich grüße euch von der B1 Region Hildesheim. Wir stehen hier für Frieden, Freiheit, Souveränität, für Thron, Volk und Vaterland. Grüß Gott, Kameraden. Grüß Gott. Grüß Gott. Jeder von euch kann was tun. Du und auch du. Du kannst es einem besorgten Bürger besorgen. Oder dem Wutbürger den Willi gut würgen. Du kannst auch zärtlich einen Faschisten fisten. Make love. Not war. Ficken, 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 ficken für den Frieden. Hab ein bisschen Mut. Ist doch schon eine irre Zeit, in der wir leben. Irgendwo in Deutschland stehen ein paar Verrückte an der Straße und erzählen was von Volk, Thron und Vaterland. Der ehemalige Verfassungsschutzchef Maaßen, der fühlt sich an dunkelste NS-Zeiten erinnert. Und CDU-Vorsitzender Merz. Der erzählt was davon, dass Kinder von Migranten kleine Pascha sind. Ja, ein bisschen mehr Ficken täte der Welt echt nicht verkehrt. Und was ist bei unseren Querdenkern? Uiuiui, da schaut's auch nicht gut aus. Die hatten auch eine ganz schlechte Woche. Verzweiflung heißt das Wort, die pure Verzweiflung bei den Querdenkern ausgebrochen. Michael Beiweg muss weiterhin im Gefängnis bleiben. Da gab es ja wieder eine neue Anhörung und wieder entschied das Gericht gegen Beiweg. Und wieder haben sie sich aufgeregt. Wir haben jetzt nach dem 2.1. erstmalig die Möglichkeit, vor das Bundesverfassungsgericht zu gehen. Wir haben keine große Hoffnung, dass das Bundesverfassungsgericht da anders entscheiden wird, weil das ist in Karlsruhe. Wir wissen, wie das läuft. Die gehen einmal miteinander essen. Und dann sind die Entscheidungen vorab. Aber wir müssen zum Bundesverfassungsgericht, weil das die einzige Möglichkeit ist, um danach zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu gehen. Immer versucht, die Menschen, die in Haft sind, mürbe zu machen. Und mit Michael klappt es nicht. Also wer ihn persönlich kennt, weiß das. Er meditiert viel, das macht er weiterhin. Und er, wenn es nicht Michael Ballweg wäre, wäre er sicherlich auch nicht in Haft für die Vorwürfe, um die es noch geht. Das muss man einfach sagen. Also das ist natürlich auch, ihr müsst es halt auch aus einer psychologischen Sicht sehen, Michael Ballweg aus der Haft zu entlassen, ist natürlich für das Land Baden-Württemberg eine Schmach. Jetzt haben sie ihn drin und ihn möglicherweise noch nicht. Und wir dürfen nicht vergessen, wir sind hier in einer Stadt, in der Holocaust-Überlebende per Gerichtsbeschluss zu einer Zwangsimpfung gezwungen werden. Ihr kriegt das vielleicht mit, in jedem Zeitungsartikel steht dann immer drin, ja, Michael Ballweg ist der Gründer von Querdenken und dann steht da unten immer drunter, die Querdenker hätten irgendwelche, oder aus Querdenken-Demonstrationen seien Polizisten angegriffen worden, Journalisten, und sie werden vom Verfassungsschutz beobachtet wegen extremistischer Tätigkeiten und wegen antisemitischer Tendenzen. Ich habe immer gesagt von Anfang an, wenn es so etwas wie im Dritten Reich eine Verfolgung von Juden je wieder geben würde, wären wir, die Querdenker, diejenigen, die uns dem in den Weg stellen. Also uns Antisemitismus zu unterstellen, das ist eine völlige Verdrehung der Tatsachen. Ja, ganz große Schwurbelei vom Meister aller Schwurbler, Ralf Ludwig. Ludwig scheint mit seiner Firma übrigens im finanziellen Problem zu stecken mit 24 Media. Die Markenrechte dafür hat Wolfgang Greulich gekauft. Später gab es dann noch eine Pressekonferenz mit Anwalt Christ. Dort fielen dann Worte wie kein Rechtsstaat und der Nazi-Richter Freisler wurde auch noch ins Spiel gebracht. Und beide Anwälte machten Werbung für ihre jeweiligen Geschäftsfelder. Der eine für sein Buch, der andere für sein komisches Zentrum. Mensch, ihr sollt doch den Ballweg befreien und nicht Werbung für euren Müll machen. Und was anderes sprach Ludwig auch noch an. Es war das Aufregerthema dieser Woche bei den Querdenkern. Eine ältere, demenzkranke Frau, die unter Betreuung des Staates stand, Holocaust-Überlebende, sollte in eine Einrichtung eingewiesen werden und dort sollte sie laut Gerichtsurteil auch geimpft werden. Das bekam dann die Querdenker mit, ging dann weiter zu Homburg oder auch zu Reichelt. Sie verglichen es mit der NS-Zeit, na klar, kleiner geht's halt nicht.
Sie veröffentlichten das Gerichtsurteil, ungeschwärzt die Namen der Betreuer, die Namen der Richterin. Später sogar ganze Lebensläufe der vorher Beteiligten. Mittlerweile wurde dieses Gerichtsurteil zu Teilen aufgehoben, weil halt die Querdenker und auch einer von der AfD dagegen geklagt haben. Also der Teil mit der Impfung wurde aufgehoben, der Rest bleibt bestehen. Die ältere Frau, um die es hier geht, die ist zurzeit nicht auffindbar, wurde von dem Widerstand in Sicherheit gebracht vor dem Schergen der Bundesrepublik Deutschland. Zu dieser Thematik verlinke ich euch einen Zeitungsartikel, wer daran mehr Interesse hat. Und jetzt schauen wir doch nochmal zu Björn Banane. Oh, den hat's auch ganz böse erwischt. Ich sag's euch, wieder eine Verschwörungstheorie wahr geworden. Wieder eine Verschwörungstheorie, die wahr wurde. Ich bin gerade am Hackischen Markt in Berlin. Und ich kann euch sagen, die Digitalisierung bzw. der Globalfaschismus schreitet voran. Ich wollte mir einfach nur einen Kaffee mitnehmen, Coffee to go. Im ersten Shop und zum ersten Mal in meinem Leben wurde kein Bargeld mehr akzeptiert. Ich hätte nur mit Karte zahlen können. Ich bin raus und bin in den nächsten Laden hier rein, in ein Restaurant. Und da stand das schon draußen dran, dass sie nur Karte akzeptieren, kein Bargeld. Und ich habe mir das zweimal bestätigen lassen und ich könnte auf den Tresen kotzen. Das ist der Anfang vom Ende, wenn jeder weiß, wo ich gerade meinen Kaffee saufen wollte. Eine absolute Farce und eine Welt, in der ich nicht leben möchte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe schon wieder den Drang, gegen meine Haustür zu headbangen. Björn Banane, ich möchte nicht in dieser Welt leben und sollte das Bargeld nicht schon letztes Jahr abgeschafft worden sein, laut den Schwurblern. Im Kontext mit der Corona-Krise, das war doch die Verschwörung, dass das Bargeld irgendwann abgeschafft wird, ist keine Verschwörungstheorie. Das wird so sein. Allerdings erst in ein bis zwei Generationen und das nennt man dann Fortschritt. Guckt euch doch mal oben an der Supermarktkasse irgendwo. Da zahlen die meisten Leute mittlerweile mit Karte, mit Handy oder mit der Uhr. Also da braucht der liebe Birnbanane gar keine Angst zu haben. Das Bargeld, das wird schon noch eine Weile geben. Und dann lasst uns doch nochmal zu den Demos schauen. Wir sind hier in München. Das dürfte das Michaelibad sein. Dort ist einer der größten Querdenker-Demos noch im Gange, die es derzeit in Deutschland gibt. München steht auf. Da waren vielleicht 300 Leute. Mittlerweile sind ja fast alle Maßnahmen weggefallen oder fallen in nächster Zeit weg. Also ihr Programm ist ziemlich ausgedünnt. Und jetzt sind sie so verzweifelt, weil sie keine anderen Themen mehr haben, dass sie gegen das Münchner Dieselfahrverbot, das ja ab Februar gilt, vorgehen. Da sind sie natürlich dagegen. Und so schaut es dann mittlerweile in ganz Deutschland aus. Die Querdenker-Demos nicht mehr existent. Heute rennen sie wieder 7-mal um Stammheim. Freiheit für Michael Beibig. Die Sekte wieder unterwegs. Und jetzt habe ich noch einen Schmanker für euch. Transparenz. Oh, das ist ja bei den Querdenkern ein ganz verpöntes Wort. Ich glaube, das kennen die gar nicht. Der Corona-Ausschuss hat sich mal entblößt, einen Transparenzbericht rausgegeben. Allerdings ohne die Einnahmen zu nennen. Ihr seid ja alle groß, könnt das ja selber lesen. Wenn man aber bedenkt, dass es den Corona-Ausschuss jetzt fast schon 3 Jahre gibt, das ist mal eine geschmeidige Million, die da rausgegangen ist. Fürs Gästemanagement haut man 5.800 Euro im Monat raus und der gemeinnützige Verein bezahlt sie sogar dafür, dass man E-Mails beantwortet. Geschäftsmodell Querdenken. Das war's dann erstmal für heute. Wie gesagt, die Querdenker, sie suchen verzweifelt nach den Themen der Zukunft. Aber der Markt ist groß und die Querdenker sind klein. Das Ganze sowieso sekundär, weil ab morgen trifft sich dann in Davos die NWO, die Eliten und die Reptiloiden. Und dann machen wir es klar mit der Weltherrschaft. Hey Brain, was wollen wir denn heute Abend machen? Genau dasselbe wie jeden Abend, Pinky. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Der Pinky und der Brain, ja, Pinky und der Brain.